Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Einführungsvideo über OneNote. Das ist ein digitaler Notizblock, in dem aber auch händisch Eintragungen vorgenommen werden können. Um ein neues Notizbuch zu erstellen, machst du in diesem Feld einen Rechtsklick, wählst Neues Notizbuch aus, suchst dir einen passenden Speicherort aus und gibst dem Notizbuch einen Namen. Hier kannst du einen neuen Abschnitt erstellen und mehrere Seiten hinzufügen. Um Unterteilungen zu erschaffen, kannst du ganz einfach die Seite einrücken. Um optisch einen besseren Überblick zu erhalten, kannst du unter Ansicht sogenannte Hilfslinien einfügen lassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Notiz am Desktop anzudocken. Dann kannst du dir während der Recherche nebenbei Notizen machen. Du kannst auch ganz einfach Word-Dokumente in deine Notiz einfügen. Das kannst du entweder als Datei anfügen oder als Ausdruck. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, To-Do-Listen anzulegen. Die einzelnen Punkte kannst du auch mit Kategorien versehen, wie zum Beispiel wichtig. Klickst du auf das Feld Kategorien suchen, kannst du dir deine unerledigten Notizen anzeigen lassen. Bei OneNote bist du nicht nur auf deine Tastatur angewiesen, sondern kannst auch unter dem Feld Zeichnen freihändige Eintragungen vornehmen. Dabei kannst du natürlich Farbe, Stärke und sonstiges ändern. Möchtest du nun einen Bildschirmausschnitt in deine Notiz einbringen, kannst du unter dem Feld Einfügen mit diesem Symbol einen Screenshot von dem jeweiligen Bereich machen.